Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei der Imperialen Community Garde mit mir, Mr. Merp. Wir haben das letzte Mal ja tatsächlich ein Level-Up auf Malkaff bekommen. Ja, das war am Ende Tackle, weil wir den Doppel-Einser leider nicht auf Malkaff gewürfelt haben, sondern auf Crazy Geometry, der jetzt dafür unterstützen hat. Meine Fresse, ey, es ist doch nicht zu fassen, ey. Da kriegst du einmal so ein Ding und du kriegst es aber nie auf deinem Big Guy. Ja, reden wir nicht drüber. Ich suche schon einen Gegner, wie ihr seht, damit es ein bisschen schneller geht. Hanno ist wieder mit am Start. Dafür fehlt Martin Schröder. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass wir... Naja, auf der anderen Seite doch, ich hoffe es. Ich hoffe schon, dass wir auf Gegner treffen, wo wir prügeln dürfen. Skaven oder sowas. Oder Hochelfen. Aber angeblich spielen die meisten ja irgendwie gerade eben... Untote. Warum? Woran das wohl liegt? Na egal. Ich melde mich wieder, wenn wir hier einen Gegner haben. Und da haben wir eine Nordmann-Mannschaft. So wie es aussieht, ein Russe oder sowas in der Art. Kyrillische Schrift ist auf jeden Fall zu sehen. Und was haben wir da? Hat der einen Yeti wahrscheinlich? Ja. Ja, er hat einen Yeti. Okay, zwei Wolfens. Was können die denn so? Der Yeti... Der Yeti hat Tackle durch... was? Der hat fliegende Tackle? Aber kein Knochenbrecher? Schweres Gerät, okay. Der Ulfner, einmal Block, ansonsten nix. Läufer. 5 Cheerleader, der ist ja total verskillt. Der ist ja total verskillt. Faszinierend. Okay, er hat 400.000. Das könnte natürlich jetzt unangenehm werden, vor allem, falls er sich jetzt noch irgendwie einen zweiten Yeti dazu holt, also diesen Starspieler. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er den sich überhaupt leisten kann. Wir können ja leider nicht durchschalten, um es selber zu gucken. Das würde ich persönlich sehr, sehr schön finden. Wenn man das sehen könnte. Halbling Meisterkoch. Er will mir also die Rerolls ziehen. Oder zumindest hofft darauf, dass es funktioniert. Ich persönlich hoffe ja, dass es nicht funktioniert. Und er holt sich da... Oh, das ist ja mal total dämlich. Also da hätte ich mir lieber einen Medikus geholt an seiner Stelle. Weil hier ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass er mir Ding zieht, die Rerolls, und dafür bekommt. So viele Rerolls braucht auch kein Mensch. Es sei denn, der hat vor, jede Menge Bullshit zu produzieren. Hm. Naja. Wir werden es erleben, was der so tut. Und damit geht's los. Wir sind hier in diesem komischen Dingstadion. Ich schreibe ihm einfach mal Hi, good luck and have fun. Aber da bin ich mir jetzt gerade eben nicht ganz sicher. Also wenn da jemand so viele Rerolls in Anspruch nimmt, dann kann man schon fast erwarten, dass er jede Menge Quatsch macht. Wir nehmen natürlich den Angriff. Und ich möchte die Möglichkeit haben, ihm so früh wie möglich... Oh, der hat Rüstung 8, okay. So früh wie möglich weh zu tun. Rüstung 8 ist natürlich... Ja, kann man machen. Aber doch nicht als erstes Level-Up. Weiß auch gar nicht, was er als nächstes kriegt. Ah, der ist zum Faulen da. Der hier hat schon eine Verletzung. Der wird leichter verletzt. Das ist schön, den merken wir uns. Wir haben auf jeden Fall Rerolls verloren. Wir haben jetzt nur noch 2. Er hat 6. Krass. Das Vieh muss irgendwie raus. Also wenn ich das hinkriege, muss ich den rausbatschen. Okay, das Beste ist, dass Hanno wieder da ist. Oh, das erleichtert mir das Leben so unfassbar. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr. Tja, und Crazy Geometry kommt definitiv rein. Dafür geht Oliver Zuflo jetzt raus. Er bleibt dann mit dem Yeti dahinter stehen. Ich werde auf jeden Fall die beiden jetzt hier gleich nochmal ein bisschen einklappen. Dann habe ich sie nämlich jetzt hier so links und rechts. Ich kann mit ihnen Dinge tun. Grausame Dinge. Dinge, die wehtun. Genau, so nehme ich. So, du gehst dahin. Einmal Tausch. Sehr schön. Balforin brauchen wir da nicht. Ich glaube, ich muss echt mal die Ding mal ändern, oder? Die Aufstellung. Speichert das jetzt mal, ey. Geht mir langsam auf den Keks.
So, wen haben wir denn da noch? Ja. Balfourin ist hier. Sehr schön, sehr sweet. Machen wir es mal ein bisschen riskier. Offensiver. Nur für den Fall das. Er bekommt einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Ja, anscheinend zählen die Dinger doch auf den Würfelwurf drauf, die Assistenztrainer und all das Zeug. Spannend. Blöd. Mag ich nicht. So. Besser. Komm ran. Ja, okay, der ist nur gelähmt. Nee, okay, der ist raus. Das akzeptiere ich. Das akzeptiere ich so. Da gehen wir hinterher. Und eine Verletzung. Au. Das akzeptiert er aber auch. Wie mir scheint. Ja, komm. Der muss raus, habe ich ja gesagt, ne? Und folgen. Dahin. Sehr schön. Ein bisschen Raum geschaffen. Mal so, gehen wir doch da. Ja, oder? Doch, können wir. Wir können tatsächlich mit Masurk noch dahin. Dass das Vier definitiv Schwierigkeiten bekommt, auf irgendeinen hier sauber zu blitzen. Das ist nämlich gerade meine Intention. Mit Balfourin. Dahin. Und mit dir möchte ich dahin, weil der kann tatsächlich rausgeblitzt werden. Das ist nicht das, was ich will. So. The Ramen. Nimm den Ball auf. Problem ist, die können da durch. Aber wir können trotzdem, glaube ich, ein Feld auf jeden Fall noch nach vorne laufen. Wobei, eigentlich kann ich sogar noch mehr nach vorne laufen. Ah, nee, so bleibe ich aber. So kann er mich nicht erreichen. Und dann machen wir hier nämlich noch ein Schild hin. Der heißt O'Hare. Gehen wir hier hin, stellen eine schöne Falle auf, falls der jetzt hier versucht zu blitzen. Dass es ihm richtig viel Spaß macht. Das hat ja 7 Rerolls, ey. So viel kann doch ein einzelner Norse gar nicht verbrauchen. Tja, realisiert er gerade eben... Ah ja, okay, jetzt hat er natürlich die Unterstützung, die er braucht. Steht auf und... Scheiße, haut ihn schon mal um. Boah, aber zum Glück hat er keinen Knochenbrecher. Boah, sonst wäre es nämlich ein K.O. gewesen, sehe ich gerade. Eben Verletzung 7, ne? Bei einer 8 wäre es ein K.O. gewesen. Aber er hat eh eine 10 gewürfelt bei der Rüstung. Von daher ist es tendenziell irrelevant. Oh Gott. Oh Gott, der Junge, der bietet mir ja alles an. Ja, genau, 2 Go-Fools. Roffelrama. Jetzt stellt er sich hier in Crazy Geometrie ran, so wie es aussieht. Interessant.
Einzigen, den er freilässt, ist Ball vorhin. Okay, wenn ich mit Hanno jetzt da hingehe, habe ich Unterstützung auf zwei Spieler, die ich gerne umbatschen möchte. Den da. Und ich hätte gerne auf den da auch Unterstützung. Was? Ach, da ist ja Ausweichen angesagt. Habe ich da? Warte mal. Das könnte ich aber machen. Jo. Knallen wir ihn da hin. Bleiben. Und der ist auch gelähmt. Sehr gut. Dann können wir nämlich noch da hingehen. Ah ja, wenn wir keine Eins würfeln würden. Es ist auch nicht zu fassen. Schon wieder geht das los. Immer meine Einser, ey. Folgen. Wow! Das ist Hardcore. Hat ihm die Rüstung ganz scheiß geholfen. Ja, geht zu den Auswechselspielern, okay. Gut. Momentan kommt er da nirgendwo ran. Deswegen nutze ich die Gunst der Stunde und bewege mich ein klein wenig nach vorne. Mit der Absicht, noch ein bisschen weiter zu klöppeln. Was auch funktioniert. So, und jetzt versuchen wir unser Glück hier nochmal. Sehr schön. Machen wir eine schöne Pushkette. Wow, und damit ist das gefährliche Vieh raus. Und wir können hier nochmal zuschlagen mit Malofex. Da kommen wir jetzt nicht durch die Rüstung, aber das können wir ja wiederholen. Ui, und da ist die nächste Verletzung. Ja, so langsam aber sicher wird es ihm schwerfallen, das zu kompensieren. Was für eine erste Runde. Wir haben schon drei Verletzungen in der ersten Runde gemacht und zwei K.O.s. Einer hat sich ja zu den Auswechselspielern gesellt. Ah, jetzt hat er was gegen Malkaf. Ja, gut. Er wird ihn umhauen. Kann auch durch die Rüstung gehen, aber es ist eher unwahrscheinlich. Ah, wäre aber knapp. Mit Rüstung 8 Spieler wäre durch gewesen. Ach du Scheiße, dann haut er jetzt hier auf. Unseren lieben, wie heißt er? Da. Dahin. So. Kann aber aufstehen. Das ist kein Problem. Das ist auch kein Problem. Hat er sich ja die perfekten Spieler ausgesucht für diese Aktion. Könnten mit dem Ramen entweder versuchen, einen Touchdown zu machen oder eigentlich. Wenn es nach mir geht, würde ich schon gerne Ball vor ihnen den Ball geben. Was? Der gibt auf? Ach, großartig, ey. Hat nochmal zweimal zugeschlagen und dann gibt er auf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Ja, aber das Geld nehme ich. Und O'Hare hat ein Level. Ja, keiner hat ein Level-Up. Das heißt, wir können gleich wieder durchstarten. Das war ja mal... Ja, aber wir haben jetzt so viel Geld. Oh Gott, so viel Geld. Viel zu viel Geld. Also scheinbar... Warte mal, wir könnten uns ein Stadion-Upgrade kaufen.
das will ich nicht. Nee, ich gehe lieber mit dem Zauberer ins nächste Spiel, Leute. Ich gehe mit dem Zauberer ins nächste Spiel. Auweia. Und jetzt haben wir eine 2120er Runde gegen Zwerge. Und ich glaube, das wird sehr unangenehm. Das wird sehr unangenehm. Masters of Disasters heißen sie. Und was, guck mal, was die so drauf haben. 3 Rerolls, Fanfaktor 9. Die haben einige Langbärte, die ein bisschen reduziert sind. Auch ein Trollslayer, eine Bewegung reduziert. Dafür einer mit mehr Stärke. Einiges an Unterstützen. Knochenbrecher ist einigermaßen vertreten, aber gar nicht so sehr. Was macht diese Mannschaft so teuer? Der Todesroller, der unterstützt. Oh Gott, der hat ja wahnsinnig viel. Was hat denn der alles, um Gottes Willen? Zerquetschen, greifen, unterstützen. Okay, der Todesroller ist ziemlich badass. Dann einmal, zweimal, dreimal, vier, fünfmal unterstützen. Also eigentlich, das müsste man eigentlich machen können. Vor allem, er hat, okay, der hat wahnsinnig viele Zwerge. Ich nehme auf jeden Fall den Zauberer mit, wie angekündigt. Und nur für den Fall das. So. Gucken wir mal, was er macht. Er hat auch einiges an Geld. Ich nehme mal an, er wird da... Ach so. Einer der Gründe, warum es bei ihm so teuer... Warum er so teuer ist. Er nimmt gar nichts mit, der spart. Na, hoffen wir mal, dass das jetzt ihm zum Verhängnis wird. Und dass wir unseren Zauberer jetzt hier gut einsetzen können. Ich hätte nichts dagegen, wenn ein paar Zwerge K.O. rausgehen. Wobei das K.O. immer so unwahrscheinlich ist. So, Masters of Disaster sind's. Das sind wir. Das sind die Zwerge, die sehen schon ein bisschen lediert aus. Wir dürfen schon wieder auswählen. Faszinierend. Ich nehme Angriff. Solange meine Leute alle noch auf zwei Beinen stehen, nehme ich da definitiv Angriff. Die haben aber echt schon ein bisschen Schmerzen gesehen, so wie es aussieht, die armen Zwerge. Vor allem Bewegung hat es bei denen voll reingegangen. Okay, der ist teuer. Der treibt natürlich den Punktwert nach oben. Abwehren hat er. Ist auch eine Idee. Und er nutzt den Todesroller. So wie es aussieht. Gott, der hat eine ganze Reihe von Langbärten, die einfach sonst nichts können. Gut, ausweichen wird uns jetzt in dem Fall hier nicht viel bringen mit O'Hare und mit Hanno, aber das Ding hier ist halt teuer, ne? Und der Junge ist halt auch ein bisschen teuer, also ganz im Ernst, den sollte... Ah, der will ihn nicht rausschmeißen, weil der halt Blotch hat. Ich sehe schon das Problem. Interessant, wenn ich jetzt irgendjemand mit Rasend hätte, wäre das hier für ihn ziemlich deadly. Ah, der hat Standfest, deswegen kann er das machen. Ja. Schweres Gerät wäre da halt, ist cool, ne? Wie viel Stärke brauche ich? Ich brauche Stärke 8, um den umzuklatschen. Also zumindest eine Chance zu haben, ihn umzuklatschen. Das ist machbar mit 3 Unterstützungen. Ist da irgendein, da ist einer mit Unterstützen und da ist einer mit Unterstützen. Wenn ich da jetzt 3 Leute mit Unterstützen hinstelle, ist die Sache eigentlich geritzt. Ich glaube, ich lasse mich auf die Prügelei mal ein. Ich lasse mich darauf ein. Würde ich an seiner Stelle... Ja, wobei, nee, ist gar nicht mal so blöd, dass er das so macht. Aber ich würde ja trotzdem den einen eher in die Mitte stellen. Naja, egal. Wir müssen dann von außen hier diese Zwerge halt wegräumen. Ah, jetzt hat er es doch umgedreht. Ja. Okay. Ah, jetzt wird's Tag. So, unterstützen... Und unterstützen. Dies passt alles so. Nee, warte, ich brauche tatsächlich Leute auf der Flanke, sonst
bringt das nichts, stelle ich gerade fest. Ich brauche sie tatsächlich. Tja, jetzt hier tatsächlich woher dann doch der sicherste Ballträger. Und hier möchte ich jetzt definitiv nicht dich dabei haben, mein Freund. Martin, so leid es mir tut, aber dich möchte ich hier gerade nicht dabei haben. Okay. Das Schönste an dem Auto der Zwerge ist ja, dass es kein Robust hat. Das ist das Schönste daran. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, komm, Attacke. Legen wir den Zwerg hin. Können hier schon mal jetzt gleich den hier noch blitzen. Ja, schubsen ihn halt weg. Bleiben. Geh dahin. Gehe ich trotzdem hinterher. Weil ich nämlich jetzt die Stärke habe. Von der wir gesprochen haben, ne? Aber zuerst sichern wir den Ball mit Ramen hier so ein bisschen ab. Und jetzt machen wir das. Sehr schön. Schade, ganz knapp. Also, so knapp man das jetzt nennen kann. Kommst du da hin? Nur 6, easy. Ach, da ist ja noch einer. Ah, aber da dürfen wir Ausweichen benutzen. Ah, und dann geht's natürlich schief und endet in einem Rüstungsbruch. Ah, fuck. Ja, aber er kommt trotzdem nicht an den Ball ran, gerade eben, das ist das Wichtigste. Stimmt, den habe ich völlig übersehen. Dieses kleine Mistvieh habe ich übersehen. Den hat er absichtlich dahingestellt. Linke Aktion, aber gut gemacht. Ich sollte mich eh nicht ewig von sowas hier binden lassen. Das darf ich auch nicht vergessen. Ne? Ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal da einen Durchschlag produziere. Boah, das war aber echt Lack, dass ich dann da rein ausgewichen bin, ne? Meine Fresse. Was habe ich gewürfelt? Eine 2 und eine 1 davor. Yippie-yay-yay. Und davor war es eine 6. Ja, stimmt. Ich erinnere mich an die 6. Wird wohl jetzt auf Sterawolf blitzen, nehme ich an. Ist bloß ärgerlich, dass er jetzt halt wirklich auch gleich schon mal Sterne sieht. Das ärgert mich. Ja, das Ding fährt wieder. Und Hanno geht natürlich zu Boden bei diesem Scheißteil, ey. Unfassbar. Ich hätte mich, glaube ich, nicht auf die Prügelei mit dem Scheißteil einlassen sollen. Boah, ey. Okay, aber dafür ist das Malkraft jetzt frei. Ich weiß nicht, ob ihm das klar ist. Also ich meine, er spielt ja, glaube ich, definitiv mit diesem... Ne, stimmt, hat er ja gar nicht.
Das war der andere. Der Yeti bei ihm hatte ja diesen Skill. Was? Er fault? Also das ist ja mal die dümmste Idee aller Zeiten mit einem Trollslayer. Also ganz im Ernst. Das ist dumm. So, du stehst auf. Das Lustige ist, ich könnte eigentlich sogar tatsächlich da ein Ding mal wagen. Gehen wir mal dahin. Und greifen jetzt als allererstes mal hier an. Solange kein Double Style kommt, ist alles gut. Sehr schön. Okay. Dann. Ganz im Ernst, das möchte ich fast wagen. Malkoff geht dahin. Zählen wir mit Oher den Ball auf. Ich hoffe, er tut's auch. Nein, Doppel 1. Ach, come on. Oh, Mann. Na, dann wird's wohl nix mit unserer Blitzaktion auf das scheiß Auto. Ach, Mann, warum muss jetzt an den Doppel 1 kommen? Ernsthaft. Ja, und er haut Black Dragon um. Oh, ich ahne jetzt Übles. Jetzt bekommen wir eine richtige Tracht Prügel. Ja, okay, die Rüstungsdurchschläge sind ja momentan noch okay. Greifen hat er. Er wird nachsetzen, ne? Was? Das sieht immer krank aus. Vor allem, wenn nichts danach passiert. Ey, ganz im Ernst, warum haben wir Hanno überhaupt Blotch gegeben? Warum? Warum? Es funktioniert einfach nie. Oh Mann, ich warte auf den Tag, an dem es endlich mal funktionieren wird. Das ist so lächerlich. Ein Drittel Chance, ne? Bis jetzt zu 98% gefüllt erfüllt. Yes, komm, nochmal. Ah, schade. Ja, hier zum Glück auch nicht. Das gibt dann ein Schubsen. Mit Abwehren, mehr auch nicht. Fiel ihm gerade so auf, glaube ich. Ach ja. Aber den kriegen wir da weg. Jetzt erst recht. Der hat auch kein Standfest oder so, der hat starke 4, den kriegen wir da schon weg. Jetzt wird's ungeil. Ja, alles klar. Yep, jetzt wird's ungeil, Leute. Wir brauchen jetzt definitiv hier Unterstützung. Dann brauchen wir da. Halt, nee, da. Nein, scheiße, da ist einer. Ach Mann, dieser kleine Pisser, ey. Meine Fresse. Entschuldigung, aber ist langsam aber sicher, regt mich der Kerl auf.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geh du schon mal. Immer muss dahinter irgendwas rumstehen. Ah, Mann. Tja, ich muss jetzt hier diesen Notfallblitz machen. Okay. Tackle durchbrechen funktioniert. Und diesen miesen kleinen Zwerg umbatschen auch. Gut. Mehr als ich erhofft habe. Dann. Stelle ich mich dahin. Stelle mich hier auf. Versuche es. Krass, es klappt. Auch das klappt. Gegen alle Erwartungen. Wie weit kann der laufen? Und der? So weit. Dann möchte ich auf jeden Fall dahin gegangen sein. So, Moment. Ja. Okay. Kein Skull. Gut, damit kann ich leben. Das ist jetzt ein sehr riskanter Wurf. Kein Skull. Sehr gut. So liebe ich das. Bleiben. Okay, wir haben den Ball noch. Habe ich nicht erwartet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin inzwischen bei diesem Zwerg froh, wenn ich überhaupt einen Touchdown mache. Also wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, den Ball jetzt hier an... Ah, scheiße, geht zu Boden. An Dark Snipe ranzubekommen, dann mache ich das. Oh, komm schon wieder ein Pau. Ey, ich fasse das einfach nicht. Das ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Genau, ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Ich bin nach wie vor gespannt, wann diese Wahrscheinlichkeiten endlich mal bei mir klingeln. Denn sie scheinen momentan noch auf dem Weg hierher zu sein. Anders kann man das nicht erklären, was hier passiert. Awesome. Schon wieder hat ein Spieler an mir dran. Und einen richtig nervigen dazu. Man kann jetzt mal nur schieben. Oh, das reicht ihm wahrscheinlich sogar. Oh, dieses Drecksauto hier. Eins. Ah, scheiße. Kann jetzt, wenn er jetzt ihn noch umklatscht, dann gibt es ein Problemchen. Er überlegt sich das, glaube ich, gerade eben, ob er hier was machen soll. Ich hoffe, er tut ja was. Und ich hoffe, er kann uns dann einfach nicht umhauen. Dann würden wir nämlich freistehen. Aha. Fall hin! Ah, mit einer 6 definitiv nicht. Das ist jetzt sehr unschön.
So, Hanno, steh auf. Bleibst sogar da. Du bleibst auch da. Balfurin, alte Socke. Geh mal dahin. Dann stellt sich auch Stierawolf auf. Und jetzt möchte ich... Hä? Ach, weil der so eine scheiß Stärke hat. Ach du Scheiße. Naja. Boah, ich möchte den kaputt machen! Wenigstens dann wäre geil. Yes! Ha! Hab ich dich! Damit hat er noch nicht gerechnet. Gesellt sich zu den Auswechselspielen. Aber wir haben jetzt immerhin Überzahl. Das freut mich. So, wir könnten jetzt hier tatsächlich, aber dann haben wir überhaupt keine Chance mehr, wenn das nicht klappt. Wenn das nicht klappt, haben wir überhaupt keine Chance mehr. Die Wahrscheinlichkeit, ihn umzubatschen, ist so unglaublich gering. Da kann ich auch gleich mit dem hier das machen. Das ist wahrscheinlicher. So, folgen. Gut. Gut. Damit liegt der Kamerad ebenfalls. Ich lasse ihn tatsächlich da stehen. Alles andere ist zu riskant. Ah, das ist doof. Drei Würfel. Ich versuche mein Glück. Komm. Hey, klappt. Krass. Und? Klappt auch. Lol. Wie weit kommt der? Bis da. Ja, geh schon mal dahin. Ich mach das jetzt. Mir scheißegal. Ich mach das jetzt. Wow! Ich hab die 6 gewürfelt! What the fuck? Ich habe die 6 gewürfelt, die ich gebraucht habe. Nee, es war eine 5. Egal. Im entscheidenden Moment. Er scheint intellektuell überfordert zu sein. Ich will natürlich so schnell wie möglich den Touchdown machen, dass dieses scheiß Auto vom Feld ist. Das geht mir nämlich voll auf den Keks. Wahnsinn. Eine 6 wie bestellt. Dafür gibt es leider trotzdem auch nur einen SSP. War gerade eine Verzweiflungstat, weil ich halt echt nicht gesehen habe, wie ich da sonst jetzt irgendwo noch durchkommen soll. Das Prügeln hat er halt dominiert, ne, wegen dem Auto. Und jetzt hat tatsächlich mal so mega übel krass geil geklappt. Ja, geht Stierawolf zu Boden vor Freude. Meine Güte.
Er könnte ihn tatsächlich mit dem hier sogar noch blitzen. Aber dann weiche ich natürlich definitiv in die Dinge aus. Wenn er es nicht schafft, mich umzuhauen. Und mit dem Spieler... Ja, er hat Block, aber sonst halt auch nichts. Kein Ball entreißen, kein gar nichts. Muss jetzt einfach hoffen. Prinzip Hoffnung schlägt zu. Vor allem, dass er vielleicht schon gar nicht erst jetzt rankommt. Ja, leider. Ach, Mann, ey, das darf nicht wahr sein. Wie viele Paus kann einer eigentlich würfeln? Immer einen mehr. Immer einen Pau mehr. Boah, ja, go. Boah, Mann, ey. Es ist so schlimm. Hätte ich mich da reingestellt, aber ich habe mich halt nicht getraut, ne? Dann hätte es... Wobei, ich hätte gar nicht so weit werfen können. Das war das Maximum, was ging, ne? Ah, Mann, Nerv. Einfach nur Nerv. Der Typ geht mir auf den Nerv. Und zwar mega. Na also. Ich werde mit dem jetzt hier gleich ausweichen. Das, da kannst du aber Gift drauf nehmen. Pushen. Tja, wo will er mich haben? Das finde ich gut. So. Renne. Nur für den Fall, dass das schief geht, möchte ich jetzt hier noch jemanden haben. Du stehst auch auf. Der unterstützt hier, der hat leider unterstützt, der hat beide unterstützen. So, ich gehe jetzt natürlich da hinten hin. Wir trotzdem versuchen, ihn jetzt natürlich gleich anzugreifen. Wupsasa, wupsasa, heißer, heißer, hopsasa. Malkaf bewegt sich. Das ist super sweet. Damit kann man arbeiten. Jetzt kommt die wichtige Aktion. Das will ich nicht. Oh Mann, es bleibt dabei. Boah! Ich hätte einen Blitz verwenden können. Ich bin so doof. Ah, scheiße. So, ihn zustellen, dass er da nicht so irgendwie abhauen kann, ne? Das ist gerade mein Gedanke. Kein Skal, kein Skal, kein Skal! Okay, damit lebe ich. Hanno. Du kommst weg. Gut. Dann. Ja, Dinge, die unwahrscheinlich sind, ohne Reroll. Dinge, die unwahrscheinlich sind, ohne Reroll. Da habe ich sie lieber hier gebunden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schieben, das ist gut. Jetzt hat er den Blitzer frei, aber mit dem Blitzer kann er nicht frei laufen. Ah, fuck. Stera-Wolf steht wieder. Na, jetzt kann er sich hier was frei blitzen. Ball, wahrscheinlich geht er durch Balfurin durch. Nee, er geht durch. Oher durch. Der Deckel? Nee. Also komm jetzt. Bitte jetzt nicht schon wieder ein Pau. Der Junge hatte jetzt echt schon genug Paus gegen Leute mit Blotch.
Ah, nee, er will blockieren. Bitte nicht schon wieder ein Pau. Oh, Gott sei Dank. Das finde ich okay. Machen wir den Raum hier mal eng, ne? Fall hin! Leider nicht. Ja, er hat jetzt die Leute dann doch schon wieder sehr, sehr gut jetzt hier gebunden. Wobei, mit Balfourin haben wir eine Chance. Wobei, dass der Balfourin bockweit ist. Der Typ unterstützen hat er nicht. Wir können es also negieren. Hanno hat unterstützen, wenn ich jetzt mit Hanno da hingehe. Oder das Ausweichen wagen? Ich hoffe, er verkackt's. Ich will mir eigentlich den Zauberer für die zweite Halbzeit aufheben. Eigentlich. Tja, er scheint schwer am Grübeln zu sein, was er jetzt am liebsten tun würde. Neid. Ja, dann gehen wir da hin. Kann ich mitleben. Autschi. Armer Black Dragon. Das ist scheiß Auto, ey. Ah, macht er nicht, weil er den Ogre nicht befreien will. Okay, wir stellen als allererstes natürlich wie immer Leute auf. Die wichtigen Dinge zuerst. So, dann gehen wir jetzt herher. Und stellen Hanno dahin. Mal vorhin. Möchte ich gerne. Oh, fuck, das sind zwei Go-Foils, aber ich muss. Das klappt schon mal. Komm an, komm an, komm an. Du schaffst es. Yes! Perfekt. Komm schon. Yes! Geschafft. Geschafft und wir sind das Auto los. Oh Mann, 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 oh Mann. Das war jetzt alles sehr, sehr unwahrscheinlich, aber was willst du machen, ne? Jedes Spiel ist ein Individuum. So wie du und ich. Oh Gott, wenn ich mir vorstelle, dass das ein Individuum ist, das so bekloppt ist wie dieses Spiel, dann, oh mein Gott, dann kriege ich Angst. Malkav. Wir werden sowieso zu Boden geklatscht. Aus diesem Grund mache ich das so. Und wen stellen wir denn jetzt vorne hin? Stera-Wolf. Hat ja, wie gesagt, schon ein bisschen Schaden bekommen. Tut mir leid, dass du dann da vorne hin musst. Martin Schröder in dem Fall definitiv. Weil, ja, auch Schaden bekommen. Tackle. Die Leute gehen, werden einfach mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu Boden gehen. So, Balfourin geht dann noch dahin. Malofex geht dahin. Masurk geht dahin. Irgendeiner muss dahin. That's the point. Warte mal, ich will meinen Kicker drin haben. Nehme ich mal O'Hare jetzt raus. O'Hare hat seine Heldentat schon getan. Gehst du dahin? Ah,
Warte mal. Nee, du musst ja hier drin stehen. Dark Snipe kommt dahin. Ich will aber auch Crazy Geometrie drin haben. Das ist das Problem. Weil eigentlich brauchen wir den Ramen jetzt gerade eben gar nicht. Ja, so machen wir das. Auch wenn wir so ein bisschen Chaps stehen, aber wir brauchen den Ramen gerade eben gar nicht. Wir brauchen gerade eben gar keinen Werfer. Ich bezweifle, dass er da jetzt viel Möglichkeiten hat, einen Touchdown zu machen. Nicht, wenn wir ein Wörtchen mitzureden haben. Boah, ich feiere immer noch diesen Mega-Pass, ey, Leute. Diesen Mega-Pass. Der einfach so wie bestellt und abgeholt kam. Leider hat er uns ja umhauen können, aber wir haben die Sache retten können. Und Dark Snipe hat zu Ende gebracht, was er angefangen hat. Boah, wir sind jetzt gerade mal auf halbem Weg. Auf halbem Weg zu seinem finalen Level-Up. Bei ihm wäre jetzt halt natürlich noch sowas wie ein Geschick-Upgrade. Der absolute Knaller. Ja, ich werde den Ball jetzt natürlich nach hinten spielen. Irgendwie hinten in die Ecke. Da hinten sieht es doch schön aus. Tja, er hat Anstoßrückgabe. Das sehen wir gerade eben. Kommt trotzdem nicht vollständig ran. Hoher Anstoß. Ach, es darf sich sogar noch drunter stellen. Das ist ja mal lächerlich, die Kombination. Er fängt ihn direkt. Okay. Ja, aber das ist trotzdem ein verdammt weiter Weg für einen Zwerg, um zum Touchdown zu kommen. Da muss er jetzt improvisieren, wenn er da jetzt noch was machen will. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihm klar ist, dass seine Trollslayer da nicht so geil stehen. Oh. Hat nicht funktioniert, der Blitz. Macht kleinen Zwerg traurig. Aha. Wir sehen schon, wohin das führt. Der Erlon soll einen Touchdown machen. Oh, da liegt er. Ich wusste gar nicht, dass er ihn noch angewählt hatte. Ist jetzt schon ambitioniert ohne Reroll. Kann man so sagen. Autschi. Ja, wobei, ist nicht mal was passiert. Da wird auch nur geschoben. Hier leider nicht nur. Ach, er sollte wahrscheinlich Malkav rausschieben, oder? Ne, er schiebt den Zwerge. Hä? Er schiebt die Zwerge ganz komisch. Okay, kann man machen. Ist interessant. Wäre jetzt nicht der schlauste Ort für den da. Echt nicht, nee. Okay, er will definitiv jetzt hier mehrere Möglichkeiten bieten. Wie weit kann der nicht laufen? Boah Gott, der muss ja mega Pässe spielen dafür. Warte mal, den kann man raus... Nee, den kann man nicht rauspushen, schade. Aber ich werde auf jeden Fall jemanden hinstellen. Das weiß ich jetzt schon. Ist immer noch sehr ambitioniert für diesen Zwerg, diese Distanz zu überbrücken.
Ah, okay, und da möchte ich jetzt nochmal ein Schild davor haben. Verständlich. Würde ich auch wollen. So, ich gehe schon mal dahin. So, dele. Ach, zu viele. Ach, da liegt ja noch einer von uns. So, dann muss der ja noch weg. Ach, das ist jetzt doof. Kann ich da irgendjemanden weghauen? Ja, den hier zum Beispiel. Wäre total schön, wenn der einfach mal weggehen würde. So, ändert nämlich die Sachlage hier so mal so grundsätzlich. Folgen. Dann hier. Eher ungut. Aber da geht das. Sehr schön. Bleiben. Tag auch. Und dann darf jetzt mal Oliver Zuflucht zum, hoffentlich zum Helden werden. Ich möchte, dass der liegt. Der liegt auch. Und er bleibt auch liegen. Der bleibt auch liegen. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Lustig, wir könnten Malkaf befreien. Bleiben. Ganz im Ernst? Nein, du blöder, dicker Oger. Ja, schlägt fehl. Großartig. Doppel-Eins. Naja, immerhin haben wir die Doppel-Eins dafür verbraucht. Aber ganz im Ernst, da passiert jetzt eh kein Touchdown mehr. Oder zumindest eher unwahrscheinlich. Er kann immer noch einen machen, aber mir fehlen Leute auf der linken Seite. Deswegen wage ich das hier. Das funktioniert auch. So. Gut. Lieber die Doppel-Eins jetzt hier gerade eben, wo es nicht mehr wichtig ist am Ende, als irgendwie bei dem Turnover. Och, vorbei. Und K.O. Das freut mich natürlich umso mehr. Das sind Blotcher-K.O.s. Tja. Unter diesen Umständen haben wir jetzt ganz neue Optionen. Ich möchte dich hier haben. Dann versuche ich dich hier umzubatschen. Funst. Und ich werde auch drum mal drauf springen, wenn ich die Möglichkeit bekomme. Er will irgendwie nicht auswählen. Bleiben. Der geht raus. Lustig. Ja dann. Haben wir ja noch Möglichkeiten, Zwerge zu schlagen. Nahezu eines meiner liebsten Hobbys. Bleiben. So. Dann gehen wir. Wir könnten immer noch dahin gehen. Aber das bringt uns halt mega wenig. So. Zustandsänderung.
bleiben. Dann gehst du noch da hin. Mega, ey, wie hier gerade das Pushen kommt. Aber es ist zum Glück nicht wichtig. Weil wir momentan eigentlich gerade eben sogar Oberwasser haben. Na also. Steht da einer? Ja, wir bleiben. Das ist Hanno. Ah, mit Hanno versuche ich den Einwürfelblock tatsächlich. Ein Skull, wie schön. Und noch ein Doppelskull. Okay. Tja, Hanno findet immer wieder den Boden. Er sollte nicht Hanno, sondern Bodo heißen. Ach, mein Gott. Naja, was soll's. Ist ja nichts passiert. Er hat sich, glaube ich, überlegt, ob er da ihn pushen kann. Also, aber stellt fest. Nein, der Junge, der hat ja... Der hat ja... Eine ganz unangenehme Fähigkeit. Boah, ich hoffe echt, der kommt nie wieder, der eine da, der K.O. gegangen ist bei den Zwergen. So selten, dass ein Zwerg K.O. geht. Autsch. Scheint ihm schon ein bisschen zu stinken, dass er jetzt keinen Touchdown mehr machen kann. Schafft's einfach nicht. Ja, könnt ihr jetzt noch Black Dragon angreifen? Das würde ich jetzt an seiner Stelle nicht tun. Wird wohl noch einen Angriff hier aufs Sterawolf geben. Ist aber trotzdem ein Einwürfelblock. Nee, es ist nicht der starke Vierspieler. Ach ja. Ich ruhe gerade so ein bisschen in mir selbst. Ich bin sehr zufrieden, dass ich den Touchdown verhindern konnte, dass ich immer noch den Feuerball habe, dass ein Auto draußen ist und dass wir 1-0 führen mit diesem Megapass. Ich ruhe gerade so in mir selbst. Selbst wenn er ihn jetzt hier verletzt. Boah, ist nur eine Lähmung. Ja, sorry, dass ich jetzt die Übertragung nicht sende, aber wie gesagt, ich nehme das hier ja auf und ihr könnt im Zweifelsfall... Oh, jetzt kommt ein Frustfoul auf die 28%. Ah, das ist ja die dümmste Aktion, die ich je gesehen habe. 28% Chance. Das war ja mal stupid like hell. Das war pure Frust. Das hat man gerade gesehen, hat er sich nicht im Griff gehabt. Tja, die Überraschung ist, dass der Zwerg wiederkommt. Okay. Schade, schade, schade. Aber immerhin hatten wir ihn draußen. Das ist das, was das Schönste ist. So, wir gehen dahin. Stellen uns tatsächlich ein bisschen breiter auf. Du. Moment, nee. Malofex geht dann noch dahin. Noch dahin. Man, wer ist denn das? Malofex, genau. Balfurin geht dann noch dahin. Dann stellen wir das Ganze hier mal ein bisschen breiter auf. Für mehr Spaß und so. Der ist noch jetzt noch draußen. Einwerfer hätte ich jetzt irgendwie schon gern. Dark Snipe. Vor allem hätte ich gerne jetzt noch den Reroll, der auf der Rahmen drauf ist. Genau, dann haben wir das jetzt nämlich jetzt so. O'Hare bringt uns eh nicht so viel wegen dem Dodge.
crazy Geometrie hat eher die Möglichkeit noch zu passen. Zu punkten. Also, was heißt Möglichkeit? Hätte Dark Snap auch, aber ihr wisst schon, also bei dem bringt's einfach mehr. So, jetzt hab ich's. Schon eine extrem aggressive Aufstellung, selbst von Zwerg. Also würde ich jetzt auch mit dem Zwerg nicht machen, es sei denn, ich hätte an den Flanken wirklich nur Leute, die standfest haben. So, machen wir den Ball irgendwo da hinten hin. Macht's für ihn natürlich nicht cooler. Oh! Wie süß! Das ist ja mal jetzt nett. Ist das der Unterstützenzwerg? Das sind zwei Unterstützenzwerge. Der unterstützen, der hat unterstützen. Aber wenn ich ihn da so zustelle, dann nützt ihm das einen Scheiß. Hanno, nee, ich mit die wobei, Moment. Hanno dahin. Mal vorhin dahin. Crazy Geometrie bleibt da. Ja, dann ändern wir die Aufstellung einfach mal so. Boah, wird der kotzen, der Typ. Ehrlich, der wird kotzen. Läuft überhaupt nicht so, wie es wie er sich das, glaube ich, wünscht. Ein starke Vierzwerg ist da drüben. Seine Trollslayer auch hier. Kommen gar nicht so richtig an Malkaf ran. Außer jetzt über das hier. Und irgendwie scheint er nicht mehr so wirklich da zu sein. Oder... Ah, doch, er ist noch da. Okay. Ich hatte jetzt schon die Befürchtung, dass er zu der Sorte gehört, die einfach geht, wenn es zu scheiße läuft. So nachdem oder so, ich gehe ins Bett oder so. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Immerhin hat er ein Lebenszeichen von sich gegeben. Und er scheint jetzt hier auf Martin Schröder losgehen zu wollen. Und kann den Ball nicht aufheben. Erste Aktion und Ballverspiel. Oh Gott, ich glaube, der ist gar nicht mehr konzentriert, der arme Kerl. Ja, ich sage armer Kerl. Weil er mir auf mehreren Meta-Ebenen dann doch irgendwie leid tut. Tackle schlägt zu und... haut den Typen in die Lähmung. Oh, K.O. ist auch schön. Der ist schon wieder draußen. Ah, erste Aktion und der ist K.O. Ja, das will ich auf jeden Fall machen, aber nicht sofort. Erstmal haben wir uns Unterstützung für diese Aktion hier. Ja. Na, der kann sich eh kaum bewegen, also bleiben wir. Besser. Und wir bleiben. So, O'Hare geht dahin. Bei ne, er kann dahin gehen. Ändert ja nichts. So, und jetzt hoffe ich, dass wir da hinkommen, ohne dass wir einen Reroll brauchen. Das wäre das Ideale. Perfekt.
So. Martin, gehen wir jetzt da. Ach Gott, der hat eine starke 4. Ist auch schön. Bleiben. Und jetzt machen wir nur das letzte hier riskant, aber wir machen es. Funktioniert ebenfalls. Und dann haben wir Malkaf so richtig schön zwischen den Zwergen. Gut. Balfurin lasse ich da. Wobei. Ja doch, ich lasse ihn. Weil wenn er die aufstellt, ich kann eh nicht verhindern, dass der hier auf jeden Fall Unterstützung bekommt. Aber dann ist der Trollslayer immerhin schon mal gebunden. Ach stimmt, der Oliver Zuflu ist ja gar kein Blitzer, der ist ein Feldspieler, deswegen hat er schon 2 Level. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum hat mein Blitzer 23 Erfahrungspunkte, aber nur ein Level ab? Was mit einem Ja, das klappt natürlich. Boah, ey, Junge, der spielt ja jetzt nur noch YOLO. Da ist ja keine Konzentration mehr da. Au! Und Oliver Zuflu ist verletzt. Das finde ich nicht gut. Dann nehme ich lieber die Bewegung. Tja. Doof. Dass sowas natürlich gleich mal wieder passieren muss, ne? Awesome. Ich meine, ich kann mich ja nicht beklagen über die erste Halbzeit, aber das war jetzt mal wieder so richtig schön unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite, unser Pass war auch sehr unwahrscheinlich. Und dass er den Ball nicht aufheben kann, ist auch nicht unbedingt hilfreich. Ah. Okay. Wir tun jetzt Dinge. Riskante Dinge. Dinge, die wir vielleicht bereuen. Aber Dinge, die ich lustig finde, wenn sie klappen. Go for it. Reroll that. Yes. Gut. Dann gehst du dahin. Und du gehst dahin. Dann haben wir hier ein Problem, was die Stärke angeht. Das realisiere ich gerade eben auch. Deswegen brauchen wir jetzt Spieler hier auf den Flanken. Crazy Geometrie, wie weit kommst du? Du kannst bis da laufen, das finde ich gut. Du gehst noch dahin. Und jetzt versuchen wir tatsächlich das Unmögliche. Ja, ich weiß. Oh. Ach so, ich hatte meinen Reroll ja schon verbraucht. Ja, ja, ich erinnere mich. Um ihn umzuhauen, diesen blöden kleinen Zwerg. Deswegen war es auch das Unmögliche. Das ist aber gerade lustig. Also, er gibt das Spiel gerade eben wirklich aus der Hand. Oder hat es jetzt zumindest phasenweise. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt wieder fängt. Aber er hat jetzt wirklich phasenweise das Spiel aus der Hand gegeben. Indem er wirklich unkonzentriert Dinge getan hat, die seinem Spiel nicht zuträglich waren. Da geht sein Reroll. Ja, also wenn es scheiße läuft, dann läuft es scheiße, ne? Das kann man, glaube ich, so festhalten. Oh, ein Level-Up auf Malofex wäre natürlich total awesome. Muss ich gestehen. So.
Jetzt mal da lang. Der interessiert sich für die Zwerge hier gar nicht mehr. Den will ich da runterhauen. Klappt. Folgen. Ui, und da ist wieder eine Rüstung durch von dem Zwerg. Stellen wir den mal hier noch zu. Können wir hier vielleicht nochmal Schaden machen? Folgen. So, abdecken, falls das jetzt schief geht. So, hier kann ich ja auch noch angreifen. Ja, dann will ich ihn da hinschieben. So, und jetzt versuchen wir den Ball aufzuheben und übergeben ihn einfach an Malofex. Ja, komm. Nimm ihn, bitte, 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 bitte. Yes! Und damit hat Malofex ein Level Up. Schreit der Tor? Das ist kein Fußball, Malofex. Das ist Blood Bowl. Klang echt wie Tor. Oder Goal, ne? Ich gebe zu, wir lacken ihn gerade schon ordentlich weg. Vor allem jetzt bleibt er... Oh geil, jetzt bleibt der Spieler auch mal draußen. Wir lacken ihn gerade schon ordentlich weg. Also, auch die erste Halbzeit war mega weggelackt, bis auf jetzt die Verletzung hier, ne? Also, ist schon so, ist schon so. So, Dark Snipe da, Malofex hier, Malofex jetzt definitiv in eine etwas weniger gefährliche Position. Lieber O'Hara rein, dann... Ja, ansonsten kann ich es eigentlich so lassen. Jo. Ach, stehen mal ein bisschen Chaps. Also gewonnen ist das Spiel jetzt definitiv schon. Am Ende bleibt jetzt nur die Frage, zu welchem Preis. Bis jetzt zum Preis, dass Oliver Zurflu einen Punkt Bewegung verliert. Das ist ärgerlich, aber nicht so schlimm wie Rüstung, finde ich persönlich. Und da er hauptsächlich unser Kicker ist, ist das auch kein Ausschlusskriterium für ihn. Ja, jetzt muss ich den Ball tatsächlich in die Mitte spielen, sonst... Big Problem. Uiuiuiui, das könnte sogar ein Touchback werden. Ja, ich habe das Gefühl, er ist wirklich nicht mehr aufmerksam. Der ist, glaube ich, wirklich nur noch zur Hälfte im Spiel. Weil sonst hätte er längst bemerkt, dass er jetzt hier eine Anstoßrückgabe hat. Guckt wahrscheinlich nebenher fern oder tappt raus, guckt YouTube. Keine Ahnung, was er macht, aber... Er ist auf jeden Fall... Schnappt den Schiri, wird verhindert. Pall liegt jetzt da. Für ihn natürlich mega unangenehm. Das Lustige ist, wir könnten sogar noch einen dritten Punkt machen, wenn wir mega Luck haben. Aber als allererstes bekommt der stabilste in der Mannschaft, Martin Schröder, ein paar Sterne zu sehen. Oh, es kommt Masuk auch noch was drauf. Oh, jetzt geht's aber los hier. Jetzt dreht sich das Glück, glaube ich. Zwei Rüstungsdurchschläge, das mit Masuk war jetzt sehr unangenehm. Und auch Sterawolf geht zu Boden. Und auch da gibt's einen Rüstungsbrecher. Alle drei Aktionen Rüstungsbrecher. Ja, aber das ist so typisch für ein Spiel, ne? Wenn du schon verloren hast, dann gibt es dann plötzlich
sozusagen den Wechsel. Aber auf der anderen Seite, das ist auch einer der Gründe, warum man solche Spiele niemals aufgeben sollte, denn man kann schließlich dadurch trotzdem noch SSP machen. Auch wenn man vielleicht nicht gewinnt am Ende. Man kann ja nicht immer gewinnen. Das darf man nicht vergessen. Man kann nicht immer gewinnen. Schon gar nicht mit jeder Mannschaft. Aha. Da will er jetzt noch blitzen. Was mehr so semi funktioniert. Tja, wir wissen jetzt gleich, wo wir den Feuerball einsetzen werden, Leute. Fireball will come. Und den setze ich auch eiskalt ein, da bin ich gnadenlos. Dafür habe ich Geld ausgegeben. Das Ding will benutzt werden. Sonst wird's noch schlecht. Hier ist nicht ganz klar, dass da Unterstützen auf dem drauf ist, oder? Scheinbar nicht. Oh, er fault noch. Ach, wie schön. Lol. Mehr sage ich dazu nicht. Tja, Martin Schröder hat sich zurückgezogen in die Kabine, da wo er sich jetzt wohlfühlt. Und da fliegt auf die Schnauze. Barababam, baram, baram, barabarara, barararam. Und K.O. Upsala. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, jetzt doch das so zu machen. Weil es einfach wahrscheinlicher ist, dass es klappt. So, können wir mit O'Hare nämlich da das hier machen, wenn der da steht. Genau, müssen wir bloß umbatschen. Funktioniert. Dann mit Malofex hier ran. Funktioniert ebenfalls. Warte mal, auf jeden Fall zerquetschen. Hat leider nichts geholfen. Na, das hilft leider auch nichts. Er ist wieder mal nicht da. Fällt mir immer wieder dann so spontan auf, dass er nicht da ist. Das Lustige ist, er hat keinen Spieler mehr jetzt, der safe den Ball aufheben kann hier in der Nähe. Ach, wie lustig. Bleiben. Ja, bleiben. Hat mich jetzt überrascht. Sehr gut, ausweichen klappt. Da bleibe ich jetzt auch. Dann versuchen wir diesen kleinen Bastard hier noch zu batschen. Ah, mit batschen wird's nix. Aber wir gehen hinterher. Ja. Dinge, die passieren, passieren halt, ne? Ist das geil, wie wir hier einfach mal so rüber wechseln können, ne? Flankenwechsel aus der Hölle. Sweet. Hey Leute, mir langsam aber sicher tut er mir schon leid. Der arme Kerl. Ich würde gerne Hanno irgendwie noch den Ball zuschustern, wenn ich ehrlich bin. Aber wir müssen mit irgendeinem von unseren Ballaufhebern den Ball aufheben. Das war doppelt gemoppelt.
Ja, ist mir schon klar, dass er was gegen Malkaff hat. Oh, er macht wieder Go-Fools. Er sollte doch gelernt haben, dass das nicht die beste Idee ist. Warum holt er sich so viel Unterstützung? Oh! Da geht nochmal ein Reroll. Ja, also der hat den einen richtig miesen Würfel zu bringen. Aber, oh! Der kommt durch Malkaff durch. Hat eine 11 gewürfelt. Punktlandung. Krass! Wow! Not many can do this. Das war eindrucksvoll. Ja, jetzt bekommt noch mal Black Dragon eine drauf. Ist schon. Oh, wobei. Nö. Soll er mit dem hier überhaupt aufstehen? Ich nehme mal an. Hat noch nicht geblitzt. Er blitzt. Und da haben wir wieder das Hanno-Problem. Dieses unfassbare Hanno-Problem. Es hat einen Namen und es heißt Hanno. Und man glaubt die Scheiße nicht, wenn man sie nicht selbst gesehen hat. Das will ich jetzt nicht, der muss weg. Fuck it. Ja, wenn ich ihn jetzt rauspushen kann, pushe ich ihn raus. Jawollo. Und raus mit dem Zwerg. Sodele. Das ist Balfurin, den brauchen wir da hinten gerade nicht. Wieder eine 6 gewürfelt. Kind of epic. Ah, okay, hier passiert nichts. Aber da haben wir 2 Würfel. Okay, wird auch geschoben. Aber wir rücken auf jeden Fall nach, dann ist er definitiv nicht mehr am Ball dran. So, so viel dazu. Epische Schubserei um den Ball rum. Ja, also. Ah, doch, da ist er wieder. Ich wollte gerade schon sagen, er ist definitiv irgendwie nicht wirklich da. Also, er guckt sich, glaube ich, auch nicht wirklich an, was ich tue. Schiebung! Schiebung! Und rote Würfel bringen dich ins Grab. Tja. Da bleibt sein letzter Reroll ist beim Teufel. Macht das Aufheben noch schwieriger für ihn von dem Ball. Auch nur Schiebung. Okay. Er scheint es dann doch noch irgendwas verhindern zu wollen. Das Hanno-Problem schlägt wieder zu. Ey, ich glaube das einfach nicht. Ich glaube das einfach nicht. Der braucht nicht mal seinen Tackle dafür. Der hat immer einen Pow. Nicht nur er, eigentlich alle. Ach, das ist dafür wiederum geilo.
Tja, Ball kann ich jetzt definitiv aufheben. Oh, fall hin, fall hin, fall hin. Schade. Naja, er will das 3-0 jetzt noch verhindern. Das fällt mir latent auf. Ah, okay. Ach, er hat ja noch gar nicht geblitzt. Stimmt. Tja, wen willst du jetzt pushen? Sein Spieler, okay. So, wobbeli-wobbeli-wobb. Aufstehen, bitte. Angreifen, bitte. Mehr als schieben wäre awesome gewesen, aber wir dürfen nicht. Ja, Risiko, was soll's. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Er ist nicht da. Nichts tun, wobei... doch, das könnten wir machen. Ja, okay, da ist jetzt nichts passiert. Die Frage ist, was mache ich jetzt mit dem Ball? Ihn erstmal holen. Mit dem Reroll habe ich ihn auch. Verhindern, dass er ihn hat. Ist schon mal ein Anfang. Und mich dann hier so weit raushauen, ne? Folgen. Also ich muss auf jeden Fall, wenn ich noch einen Touchdown machen will, in der nächsten Runde mit Crazy Geometrie irgendwie starten. Nur dann ist es möglich. Realistisch betrachtet. Ja, aber jetzt nicht mehr. Wobei auch mit Black Dragon noch ein Touchdown möglich wäre. Ja, mit Black Dragon ist noch ein Touchdown möglich. Jetzt nicht mehr. Das ist der scheißstarke Vierzwerg. Der hätte sogar noch einen Würfel, aber der scheint ihm unangenehm zu sein. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass du da hingehst. Du negierst Malkaff nicht. Na, wie schaut's? Geblitzt hat er noch nicht. Ich könnte tatsächlich auf den Rahmen schlagen. Das könnte er tun. Wobei, da hätte er auch bloß einen Würfel. Hier dann einen Würfel, da hat er einen Würfel. Einen Würfel auf Malkaff hätte er auch. Wer noch ganz knapp eine Chance hätte, ist Ball vor ihn auf den Touchdown. Aber auch nur ganz knapp. Ja, aber es ist sowas von unwahrscheinlich.
Da kommt natürlich das Pow. Ja, nee, ist klar. Jetzt hat er plötzlich meine ganzen Leute hier zusammengeschoben. Bäm, vorbei. Die Chance ist da. Aber zuerst brauchen wir... Zuerst brauchen wir Unterstützung. Oh Gott, das ist alles so unwahrscheinlich. Fall bitte nicht hin. Sehr gut. Dann stehst du jetzt auf. Dann stehst du jetzt auf. Du musst den hier wegblitzen. Gelingt. Fulminant. Sogar richtig gut. Dann bleiben wir mal da. Den hier können wir sogar noch hauen. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir, ob wir mit Hanno überhaupt noch irgendwo hinkommen. Okay, das muss ich rerollen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich muss auf jeden Fall bis da. Ja, und damit hat sich's mit dem Touchdown erledigt. Gut. Damit hat sie's mit dem Touchdown erledigt. Aber für ihn auch. Sein letzter Zug, wir haben noch einen. Ja, er will, glaube ich, nochmal auf O'Hare drauf, so wie es aussieht. Scheint persönliche Abneigungen gegen O'Hare zu haben. Wisst ihr, was jetzt noch der Oberknaller bei Malofex wäre? Geschick ab oder Stärke ab? Er will Malka nochmal angreifen, so wie es aussieht. Er schiebt ihn darüber. Pushen. Er könnte jetzt hier noch Crazy Geometry angreifen. Ein Blitz, ein Einwürfelblitz auf O'Hare ist ambitioniert. Hier passiert auch nichts. Stellt mich zufrieden, das. Jetzt macht es doch. Und daher er keinen Tackle hat, passiert auch nichts mehr. Der Ball will bei uns bleiben. Oh, das tut mir aber leid, du kleiner Zwerg. Nee, tut's mir nicht. Ich habe gelogen. So. Ja, wie gesagt, wir schaffen es leider nicht mehr, aber ganz im Ernst, wir haben wirklich eine ganze Menge. Also es wäre mal geil, wenn irgendjemand von uns auch Ding hätte, ne? Wir haben eine ganze Menge hier, gerissen. Können echt nicht meckern. Und vielleicht reißen wir ja sogar noch mehr. So.
Er ist schon wieder nicht da. Brechen die Rüstung, okay. That's kind of sweet. Möchte ich den Kameraden hier anblitzen. Denn da ist die Wahrscheinlichkeit, die Rüstung zu durchschlagen, relativ hoch. Ui, und die Arschbombe. Und? Immerhin gestunt. Okay, wir sind hier durch die Rüstung gekommen. Das ist für die Statistik ja auch schön. Nix, nix. Ist das hier noch am wahrscheinlichsten? Ich wage das hier. Oh Gott, der Trottelfisch. Wir gehen dahin und spielen einen Pass auf O'Hare. Und entweder klappt das oder es klappt nicht. Ach ja, O'Hare. Kann mit dem Ball nicht umgehen. Nein, es geht nicht. Spiel ist vorbei. Doppel-1 am Ende. Ich kann mich aber echt nicht beklagen. Boah, war das mal wieder ein herrliches Spiel. Auch wenn es Oliver Zurflu natürlich ein bisschen hart getroffen hat. Aber dieses Spiel war wieder eines von diesen vielen, wo man sich einfach nur fragt, warum hier so viel Glück und in allen anderen immer wieder so wenig. Wie ich es gerade sagen wollte, ne? Es ist abartig. Fanfaktor gewonnen, Fanfaktor 12. Und Crazy Geometrie wurde MVP. Wir haben mehr Rüstungen gebrochen als der Zwerg, Leute. Das zeigt mal wieder, wie wir den weggelackt haben. Das war aber auch echt so. Also wir haben wirklich unfassbares Glück gehabt. Er hatte sogar mehr Tackles als wir. Wir haben, sind allerdings mehr durch die Rüstung durchgekommen. Es ist unfucking fassbar. Wir haben natürlich deutlich mehr SSP gemacht. So, wir haben aber trotzdem jetzt hier noch ein Level-Up zu machen. Denn Malofex hat den Level-Up, ja. Drücken wir uns mal alle die Daumen. Ein Pasch! Oh mein Gott! Ein Pasch! Oh, heilige Scheiße. Abrollen. Abrollen. Ey, Leute, der braucht Abrollen. Abrollen. Malofex, du hast jetzt Abrollen. Ich gratuliere. Nach deinen Popoklatscher-Springern da hast du jetzt die Möglichkeit, sofort wieder aufzustehen und dich die volle Bewegungsreichweite zu bewegen. Also, wie gesagt, immer noch Urlaubsmodus. Deswegen, Mr. Merp entscheidet, wer was bekommt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Das war ein unglaublich krasses Spiel. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Seid ihr auch der Meinung, dass ich den Gegner einfach weggelackt habe? Ich kann es ertragen, denn ich halte es für die Wahrheit. Macht's gut, liebe Leute. Bis dann. Tschüss und ade.